H3, ich bin dran, der Konso. Ich bin am Controller, Solaire ist wieder neben mir und versucht sich konzentrieren, um ihre Panik wieder ganz so entspannt zurückzulehnen. Für euch sind es ein paar Tage rum, für sie ist es erst gerade vor 5 Minuten passiert. So. Wir sind Ashley, wollte ich gerade sagen. Wir sind Ashley, nein, wir sind Mia, nein, Mann, ich bin bei Resident Evil. Sie ist. Wie heißt? Regina. Virginia. Regina. Regina. Sollte ich jetzt Punkte sammeln oder nicht? Ist es eigentlich jetzt scheißegal? Ist eigentlich egal, wir haben ja alles gekauft. Wie wechselt man eigentlich die Waffen? Gibt's eine Taste? Nee, muss ich nicht. Oh, jetzt kommen die bösen Motorradfahrer, oder? Oh ja, böse Motorradfahrer in Röcken. Nee, kurzen Hosen. Hosen und Röcke. Scheiße, die schmeißen uns mit CDs. Ja, ich weiß nicht gelaufen, ne? Grab my hand. Nein, lass mir meinen Helm auf. Who are you? Ich hab nie mal was weggedrückt. Also. Das ist ein böser Motorradfahrer aus einem anderen Universum. Wenn man die Augen zumacht, nur Frauengestöhne. Listen, young lady. I don't want to do this to you, but you've left me no other choice. Warum hast du das Mädchen? Warum? Will ich sie umbringen? No. Jetzt hast du sie gebracht. Warte. Warte. Stell mir eine Frage, wie die Haarfarbe von ihr ist. Du bist einfach. Wie ist ihre Haarfarbe? Rot. Alt, sie ist blond. Entschuldigung. Es hat so ganz schön gepasst. Scheiße, ich hab schon wieder die Taste nicht gedrückt. Sie versucht sich aus den Handschellen zu befreien. Sie blickt sehr dickköpfig in diese Richtung. Gießen. Nein. Wenn ich Dreieck drücke, wenn ich L1 drücke, L2, nein. Irgendeine Taste muss doch eine Schnellfunktion wegen Waffenwechsel geben hier in diesem Scheiß. Nein, musst du Menü machen wieder. Oh, das Spiel ist ja so gut. Scheiße, was sollen wir jetzt machen? Dylan. Okay, ich gehe zu Dill. Petersilie ist eh schon. Gibt es hier auch noch Peter? Dill und Peter. Entschuldigung. Ich bin überhaupt nicht witzig heute, ich weiß. Peter Dill. Komm, so schwer seid ihr nicht. Du darfst den ganzen Weg wieder zurücklaufen, wo wir jetzt erstens gelaufen sind. Das ist dein scheiß fucking Ernst? Ja. Wortwörtlich? Ja. Du hast keine Machete. Ach so, das geht nicht anders, oder was? Nee. Triff dich hier kurz durch, dankeschön. Die sind stärker, die brauchen 3 Schüsse, weil sie so gewöhnlich sind. Komm, ich nehme mich auch noch die Punkte mit. Dankeschön. Können wir gebrauchen, ich habe alle ausgegeben. In die Pulsorder! Wo habt ihr denn gespawnt? Au. Blutest. Lass mich erstmal Combo. Ja. Hemostat. Thermostat, was? Hemostat. Ganz oben. Bluttest. Wow. Jetzt muss ich nochmal heilen. Gibt's eigentlich eine Möglichkeit, mehr Items zu sammeln? Also zu tragen? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Hätte ich gerade von den Säcken. Ich glaube ja. Du kriegst Moskitos.
Boah, ey. Ich hasse die Dinger. Komm, wir haben neue Waffen. Waffen. Mit dem kannst du nichts anfangen. Es macht nur einen Wall auf den Boden. Ja, dann bringt mir ja ein Flammenwerfer nichts gegen die Dinger. Ja, ich wollte zur Leiter, du Scheißsteuerung. Alter, leck mich doch, Mann. Lass mich doch in Ruhe. Ich vergesse immer, dass ich beim Zielen auch Rennen laufen kann. Aber ich kann anscheinend nicht zielen beim Laufen. Oh, Punkte. Alter, wie viel halten die aus? Alter, steh doch einfach auf. Ist nicht so, als ob wir hier irgendwie in Lebensgefahr sind oder so, Mädel. Jetzt greifen Riesentauben an. Mann, ey, ganz ehrlich. Oh, das knabbert sich. Gefahr, Gefahr. Ja, Gefahr. Das ist, schön. Es ist, Warte mal, wenn ich sterbe, kann ich das denn benutzen? Ja, könnte sein. Dann werden wir es ja sehen. Immer in Bewegung bleiben. Mein Lehrer hat damals gesagt, so, wenn ihr einen Zebra seht, immer in Bewegung bleiben. Sind keine Zebras, aber kann man vielleicht vergleichen damit. O10-Wechsel, noch mehr Monster. Monster, Mann, das sind Dinos. O10-Wechsel, noch mehr Monster. Scheiße, 10-Wechsel, Monster. So, ich will's benutzen. Natürlich. Warum setzt du es darauf hinaus? Das ist ja verschwendet. Gute Frage. Scheiße! Ja gut, warum kommst du dann, wenn ich es schon benutzt habe, schon verschwendet habe? Ich dachte gerade, das machst du ein. Ja, aber das fällt dir immer erst einmal auf, wenn es schon längst passiert ist. Ah. Das ist nicht smart. Vermisst du nur noch die Dinger? Will ich mich jetzt verarschen? Geht's hier lang? Hallo? Ich gehe jetzt einfach da rein. Wenn man nur am Handy sitzt, dann hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich bin nicht nur am Handy. Ich war ganz kurz. Ach scheiße, jetzt bin ich bei den Sporen. Sammeln. Ganz schlimm hier. Warum hat. Wenn man. Normalerweise in manchen Shootern gibt es immer oben links eine Karte. Warum hat das Spiel keine Karte? Ein Minimap. Oh, der war unfair. Hallo, der hat mir ein Bein gestellt. Hast du gesehen, oder? Geht es jetzt mit mir nicht mehr? Mann! Hallo. War das ein Bein oder ein Schwanz? Weiß nicht. Sind die tot? Nein. Das ist schon ein Dreier-Kombo. Hier, vor allem, ich hätte gerne so einen Timer oder so, wie lange die Kombos halten. Halten die pro Bildschirm? Jetzt bricht die Brücke zusammen. Und du bist jetzt. Dein Part war komplett nur die blonde Frau? Was? Was hat das jetzt eigentlich ausgelöst, die blonde Frau? Dass du die gemacht hast? Frag doch nicht so viele Fragen, sondern spiel. Müsst du doch alles sehen. Ja, also meine Frage bezieht sich eigentlich auf so, eher auf das, kann man das Spiel beeinflussen? Nee, eigentlich nicht. Also,
hast du nichts verändert, was jetzt eine andere Ending, Storyline oder so, nee. Gibt's hier nicht. Okay. Das war eher so meine Frage. Also ohne Scheiß. Er hat's weggemacht. Wie schnell wächst das? Ich bin jetzt aber verwirrt. Immer noch mal zurück. Hat der Typ eine Machete? Du meintest, ich sollte zurück? Ach nicht, das war jetzt alles umsonst. Ne, ist es nicht. Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Ja? Also ich soll jetzt komplett zurück, oder was? Nee, geh mal, warte. Warte. Die Kisten kannst du nicht wegschieben, ne? Scheiße. Musstest du noch mal reingehen und dann ist die Rolle weg? Tja. Also gehen wir wieder zu Blonden. Einen anderen Weg gab's doch gar nicht. Kommst du nicht durch das Gift ohne Maske zu besitzen? Naja, weil Leben abgezogen hat es uns nicht da oben. Vielleicht konnte man trotzdem da durch. Konntest du trotzdem da durch die die Dinger da wegballern haben? Flammenwerfen? Ich will ihn wegflammen gehen. Diese Pflanzen. Boah, ja, ist klar, das gibt mich einfach komplett die Zähne durch. Ach, fickt euch doch. Das ist schwer, schwer auf dem Mittel mit so einem Scheiß-Egos. Ja, ist machbar, wir sind alt genug. Damals warst du Kind. Du weißt, dass wir heutzutage diese Retro-Spiele nicht mehr spielen können, weil es immer schlimmer wird. Hamburg. War schwieriger. Bisschen töten, bisschen vorbeirennen, bisschen töten. Aber wie viele... Oh nein! Willst du mich verarschen? Ich habe weggezogen hat. Erstmal Arm abgebissen. So, Gift zu. Jetzt nimm mal den Flammenwerfer an die Hand. Ich will mal Touchpad drücken. Gibt's hier auch Dinos? Erstmal nicht, nee. Doppel-Kombo! Passt doch. Unten kannst du aber nicht rein. So. Das heißt unten? Ja, da ist komplett Gift. Das weißt du so 100%. Oh, diese Spoiler, ey. Gefahr-Kombo. Sechsfach-Kombo. Sechsfach. Fahr. Schlag das mal, Schatz. Schlag das. So, jetzt unfair. Achtfach. Haben wir noch eine Zehnfach hin? Anscheinend nicht. Tja, die. Dieses Gebiet ist von den Spuren giftiger Pflanzen verursacht. Das Einatmen ist lebensgefährlich. Wissen wir doch. Da knuspern wir die Pflanzen schön weg. Ich weiß noch nicht, wenn man trifft oder nicht trifft. Thank you.
11, das gibt Fettpunkte. Das gibt Fettpunkte. Nahkampfaktion. Boah, ey. Vor allem, wenn sie die Waffe hat, es geht, kann sie nicht Kreis benutzen. Richtig, mit dem Knie. Was, wir sind hier? Ja. Okay. So, Munition. Immer schön befüllen. So. Kann nicht schaden, da machen wir den Flammenwerfer nochmal auffüllen, oder? Ja. Kostet ja nichts. Ich hab's eine neue Waffe. Was ist zu sehen? Das steht, oder da steht ein neues Objekt, ja. Ernsthaft? Beim nächsten. Ja, dann dürfte ich nichts machen mehr jetzt. Wie sieht's mit Heilung aus? Hab ich doch erstmal. Wir haben von allem eins. Du bist gleich dran. Vergiss das nicht. Bei dem müssen wir mindestens das Doppelte haben. Na gut, lassen wir es einfach. So. Dann wir. Laufen weiter. Achso, warte mal, wir sind vom Gift. Bereich weg. Jetzt kann ich jetzt die andere Waffe nehmen wieder, ne? Ja. Die beiden Doppel-Uzis wären schon cool gewesen. Ist doch viel leichter mit der Doppel. Schon wieder. Die CDs explodieren? Was sind das für Spackos, Alter? Zwei Laserschwert. Schade, ich dachte, ich kann die töten. Die sind hier abgehauen? Wo sind die hingegangen? Sind das Ninjas und können da hochspringen? Wahrscheinlich. Der Weg weit? Nee, eigentlich nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich muss nur überlegen, bei dem. Da ist da nicht noch der T-Rex? Auf dem Weg? Ja. Der lebt noch, ne? Oh. Oh. Ich schnief. Können wir die Baby töten? Beim Nichts greift mich an, ist ja toll. Jetzt habe ich Angst. Angst. Welche Tür war das? Ach, nicht schon wieder. Die sind ja noch schlimmer. Welche Richtung muss ich denn? Ich weiß nicht, da lang. Boah, ey. Achso, genau da war der Weg frei. Gott, ey, ganz ehrlich, gegen die kämpfe ich nicht. Die Tür? Ja. Die sind richtig scheiße. Schlüssel. Wo der Schlüssel hingeworfen ist. Einfach ein Rollstuhl. Danke. Was soll ich jetzt mit dem Schlüssel? Come on, stop playing around. Select. Objekt, Schlüssel benutzen. Nichts passiert, diese Schlüssel passt nicht in diesem Terminal. Oh, toll, wirklich. Okay, Objekt benutzen. ID-Karten benutzen. Nein. Hä? Muss zur anderen Tür raus. Also wieder zurück. Ja, raus und dann in die andere Tür, die daneben ist. Ah, so. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Lass mich doch in Ruhe, ey.
brauche ich meine ich mal wieder Punkte. Bam, zack. Tür. Alter, ey, das, war das damals auch so schlimm? Ich eigentlich nee. Meine, das kann nicht am Emulator liegen. Wahrscheinlich. Wo lang? Links ganz rein? Hinten. Warte mal, müssen wir nicht genug. Haben wir genug Punkte? Nein. Ach, sag nicht, ich muss meinen Zauberstab benutzen. Ah! Ja, siehst du nicht, wo das Pünktchen ist? Ist doch voll. Öffne doch die Tür, hallo! Ach, das Grün sollte nicht dort leuchten an der Tür? Mhm. Sieht aus wie eine. Falle? Es ist ein das System an Schlüssel verwalten. Kann nur ein Schlüssel auf einmal von diesem System zu verwendet werden. Okay. Ist da oben? Ach, ich muss X drücken. Aber sagen wir, das geht gar nicht. Oh, zum Vorlesen. Möchtest du vorlesen? Nein. Zur Kenntnisnahme. Alle Schlüssel der Einrichtung werden in diesem Kontrollraum aufbewahrt. Die Farben der Schlüsselterminals entsprechen den Farben der Schlüssel. Oh, okay. Das ist schon mal schlau. Jetzt brauchen wir blau. Wenn die Farbe des Schlüssels und des Terminals übereinstimmen, wird das Sicherheitsschloss geöffnet. Aus Sicherheitsgründen kann nur jeweils ein Schlüssel ausgegeben werden. Diese elektronischen Schlüssel werden jedoch eine Woche neu programmiert. Bringen den Schlüssel aus diesem Grund nach dem Gebrauch in das Schlüsselkontrollsystem zurück. Mann! Das Spiel kann ziemlich scheiße sein. Ich hasse sowas. So. Also was brauchen wir jetzt nochmal? Also ich muss jetzt den anderen Schlüssel jetzt abgeben. Und dann kann ich mir den anderen nehmen. Hab ich's richtig verstanden? Ja, wir brauchen blau, ne? Ich würde gerne mir einen aussuchen. Wirklich alle? Ganz links ist kein Schlüssel. Kann das sein, dass die Schlüssel alle scheiße versetzt sind? Sollen die so stecken? Nein. Welche Farbe möchtest du? Rot, Gelb, Grün, Blau. Blau. Es wirkt mir gerade nicht so, dass es nicht so hinhaut. Dann würde ich mal sagen, wir speichern. Drücken Pause. Und lassen sie es so beruhen und lassen einfach so leer einfach. Den Herr Barbaren Dylan einfach mal abholen. Mit dem blauen Schlüssel. Du wirst es ja wohl schaffen, nicht keine Lebensmittel zu verschwenden. hier, Medikit zu verschwenden. Ja, oder? Das wird schon irgendwie. Ja, wird schon. Wirst du bestimmt nicht wieder einen Boss haben. Nein. Ich weiß nicht. Achso, okay, ich wollte gerade sagen. Kam so eindeutig rüber. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, lasst einfach alle was gerne was da. Zur Not, es gibt so viele geile Videos auf diesem Kanal. Schaut euch auch gerne da rein. Bis der nächste Part kommt. Somit vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.